Ich bin vor 1,5 Jahren zum ersten Mal aufs Gelände gekommen und war vorher immer so ein bisschen zurückhaltend. Und dann war ich beim Wintermarkt und habe auf einer Open Stage gespielt, auf der niemand sonst spielen wollte. Und dann habe ich da so eine Jukebox-Performance abgeliefert und am nächsten Tag beschlossen, dass ich gerne wiederkommen möchte. Einmal so ein bisschen ja die Frage stellen, wieso dieser Ort hier, exakt dieser, ne, also dieser spezifische Ort. Ich finde, das spricht einerseits für, also es ist halt einfach ein sehr, also wir haben hier einen sehr großen Raum, der sehr viel unterschiedliches Terrain aber trotzdem hat. Also wir haben so asphaltierte Flächen, wo man sehr gut Sachen abstellen kann, wo Bühnen aufgebaut werden können, was auch Lagerraum ist oder wo Leute so Werkstätten haben für Fahrräder, teilweise aber auch für Autoschrauberei. Also hier, solche Sachen können hier gut stattfinden. Wir haben hier vorne jetzt, wo wir gerade sitzen, zum Beispiel das Falkenbüro. Also wir haben auch so schon so drinnen Möglichkeiten auch wenn wir die bisher nur sehr wenig nutzen können aus Gründen. Wir haben den Kessel. Und wenn wir so von, glaube ich, so besonderem Terrain reden, dann ist der Kessel, glaube ich, schon was man sehr hervorheben muss. Also von der ganzen Akustik, die darin herrscht und auch davon, wie es also als Freifläche sich anfühlt, in diesen Kessel reinzukommen und überhaupt mal auf Gedanken zu kommen, was könnte man hier eigentlich alles machen. Ja, ich glaube, ich kenne keinen anderen Ort in der Stadt, der so freigelassen ist, der zum einen von der Fläche her so leer ist, aber auch offen steht für Leute, um damit zu interagieren. Sei es Leute, die einfach herkommen und den anmalen oder eben wie jetzt eine Kunstausstellung da drin oder ein Konzert oder vielleicht einfach nur ein Feierabendbier. Und ich glaube, solche unfertigen Orte braucht es in der Stadt, wenn den Leuten in der Stadt Raum zum Leben gegeben werden soll. Und vor allem Orte, die nicht kommerziell sind, wo man nicht irgendwie Geld für bezahlen muss. Oder es ist einfach, es gibt es sonst nirgendwo. Und allein schon, dass wir so lange nach solchen Orten suchen müssen, finde ich beunruhigend, ehrlich gesagt. Ich glaube, also was einfach manchmal ein bisschen kurz kommt, weil es für uns so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir diesen Raum jetzt bespielen, aber es ist halt einer von mindestens wenigen queeren Räumen.